Die Panzer hier am 30. August 16 kämpfen gegen die PKK und den IS. Das sind natürlich dann die von Erdogan definierten Feinde. Und das Interessante ist, gleichzeitig haben sie die Amerikaner, die die Kurden bewaffnen. Also die Spaltungen, also dieses Spiel mit Spalten, Abwerten, Töten, das ist unglaublich gut zu beobachten im Beispiel Türkei. Hier habe ich Ihnen schon gesagt, es geht um diese türkischen Gebiete, Kurdengebiete. Und eigentlich machen die Amerikaner ein Divided Impera. Das heißt, sie bewaffnen die Kurden und wissen, dass das die Türken auf die Palme bringt. Okay? Das ist nicht etwas, was die Amerikaner denken, gut, da wussten wir gar nicht, hattet ihr da ein Problem? Sie wissen es. Sie wissen, das ist der wunde Punkt. Und dann drücken sie da drauf. Und das hat man eben auch gemacht in Afghanistan, kurzer Exkurs. Afghanistan in den 80er Jahren hat die CIA die Mujahedin bewaffnet. Okay? Die Mujahedin, radikale muslimische Kämpfer, zusammen mit den Saudis, haben man denen Stinger-Raketen gegeben. Die Sowjets hatten ihre Truppen in Afghanistan, haben gekämpft, haben verloren. Das war die Idee. Osama Bin Laden etc., die hat man perfekt ausgerüstet. Jetzt wurde Brzezinski danach gefragt, ob das eine dumme Idee war, dann sagt er 98, das war der amerikanische Sicherheitsberater von Carter, er sagt, bereuen Sie es, islamistische Terroristen unterstützt zu haben. Das ist vor 9-11, okay, das ist 98. Dann sagt er, das war eine ausgezeichnete Idee. Was ist wichtiger für die Geschichte der Welt, die Taliban oder der Zusammensturz des sowjetischen Imperiums? Einige, Zitat, aufgescheuchte Muslime, es heißt, some stirred up Muslims. Okay, some stirred up Muslims. Oder die Befreiung von Zentraleuropa und das Ende des Kalten Krieges. Hier möchte ich Ihnen nur das Prinzip erklären, the enemy of my enemy is my friend. Also wenn Sie sich fragen, warum haben wir so viel Spaltung? Ja, weil das geostrategisch einen Vorteil bringt. Okay? Gewisse Leute spalten absichtlich. Das heißt, Al-Qaida auf dieser Seite, Soldaten der UdSSR, das war in den 80er Jahren. Wenn Sie das beobachten, sehen Sie, die CIA hat radikale Muslime bewaffnet und trainiert. 80er Jahre. Syrien ab 2011 ist Afghanistan 2.0, okay? Das ist einfach Afghanistan reloaded. Weil auch in Afghanistan hat man Saudis, radikale Saudis, einfach nach Afghanistan geflogen. Bin Laden und Kollegen, CIA hat noch Waffen geliefert, das ist wie in Syrien. Und dann kann man sich fragen, interessiert das Imperium das Leiden der Türken, der Aleviten, der Syrer? Nein! Die Antwort ist nein, das interessiert nicht. Some stirred up Muslims. Das sind alles some stirred up Muslims. Einige aufgescheuchte Muslime. Und wenn man das versteht, wird man sagen, okay, ist es eigentlich unser Interesse, dass wir uns gegenseitig spalten lassen? Muss man dann selber beantworten. Bin Laden, eben der bekannteste unter diesen stirred up Muslims, wurde in Afghanistan von der CIA bewaffnet und trainiert, hat damals Al-Qaida aufgebaut. Das heißt, diese Divided Impera Strategie heißt einfach teile und herrsche. Und wenn wir in der Friedensbewegung irgendetwas erreichen möchten, dann müssen wir diese Strategie Divide und Impera kennen. Okay? Das ist wie im Fußball die Offside-Falle. Wenn man die nicht kennt, kann man es vergessen. So Offside wusste ich gar nicht, gibt's das? Nein, das ist einfach, das Spalten ist ein Ziel, das immer wieder kommt. Und darum wollte ich es hier in Afghanistan zeigen. Und jetzt möchte ich es mit Ihnen nochmal mit den Kurden wiederholen. Also Afghanistan war 80er Jahre, jetzt machen wir Kurden. Erdogan ist bei Trump, oder? Sie haben das vermutlich gesehen. Erdogan fliegt in die USA im Mai 17. Jetzt sind wir Juni, also vor einem Monat, dieses Bild. Wir sind völlig in der Aktualität. Jetzt kann man sich fragen, kann man aus diesem Bild herauslesen, ob Erdogan richtig wohl ist? Mag er Trump? Man weiß es nicht, okay? Sieht so ein bisschen... Vielleicht glaubt er, die USA haben den Putsch gemacht, okay? Sagt er ja öffentlich. Und Trump sagt, hey, hello, wie läuft's? Alles klar bei dir im Land? Und er weiß natürlich, Erdogan hat Riesenprobleme. Weil er wohnt ja neben Syrien, die USA ist nicht neben Syrien. Das ist ein Riesenunterschied. Kurz bevor, und das ist wichtig, hier die Daten, 16. Mai kommt Erdogan. Kurz vorher, am 9. Mai, also eine Woche vorher, druckt die New York Times diese Schlagzeile. Trump to arm Syrian Kurds, even as Turkey strongly objects. Also die USA bewaffnen die Kurden im Kampf gegen Assad, wissen aber, dass Erdogan das nicht will.
Das ist eine Kommunikation der Machtstärke. Trump weiß, dass er damit Erdogan auf die Palme treibt, aber er möchte ihm zeigen, ich kann das, darum tue ich das. Okay? Das ist Machtdemonstration. Sie machen das, was sie wissen, was der andere nicht will, und dann muss er noch zu ihnen auf Besuch kommen. That's the game. Das erinnert uns an Nixon und sein Zitat, NATO is the only international organization which worked, and that's because the Americans are in charge. Was wiederum heißt, in der NATO sind die USA die Bosse und die Türkei spielt da nur in einer tieferen Liga. Das ist die sogenannte YPG, und nach Erdogan sind das Terroristen und dann nach Trump sind das Freiheitskämpfer. Also das Zitat von Nietzsche, alles Sehen ist perspektivisches Sehen, kann man hier perfekt zeigen. Perfekt. James Jeffrey sagt, wir bringen die Türken damit in eine sehr schwierige Lage. Das stimmt, das ist ein amerikanischer Botschafter, der weiß, ist kein Geheimnis. Die Türken schicken den Chef der Armee, General Hulusi Akar, das ist der Chef des Generalstabs, das ist der höchste Offizier in der Türkei, schickt ihn nach Washington. Der versucht, den Amerikanern im Pentagon zu sagen, hey, bitte bewaffnen diese nicht. Und er protestiert, aber ohne Erfolg. Und dann haben sie auch den Chef vom MIT, vom MIT geschickt, Hakan Fidan, also der Chef vom türkischen Geheimdienst, fliegt auch nach Washington und sagt, hey, hallo, die nicht bewaffnen bitte, aber auch ohne Erfolg. Da sehen Sie einfach, die Machtstruktur ist so, dass die Türken zwar mitschuldig sind am Syrienkrieg, aber auch sehr viel darunter leiden und die Amerikaner nicht kontrollieren können in ihrer Politik. Und da haben Sie das Spalten in Perfektion. Okay? Zuerst haben Sie die erste Spaltung, dann kommt die zweite Spaltung, dann kommt die dritte Spaltung. Es bricht richtig auseinander. Alle Teile brechen auseinander. Und ich habe es ja schon gesagt, die Lösung ist die Menschheitsfamilie. Solange wir das nicht können, bringen wir uns um mit Spalten und Abwerten und Töten. Hier einfach die Amerikaner mit den Kurden in Syrien. Ja, Trump und die Saudis, habe ich einfach gedacht, muss noch rein. Ich wollte um 8 Uhr fertig sein, schaffen wir nicht, aber fast. Trump sagt ja, wir setzen uns für den Frieden ein, für die Demokratie etc. und besucht Salman, das ist der König in Saudi-Arabien, 20. Mai. Und Salman und Trump zusammen wollen ja Assad stürzen. Okay? Und da ist einfach etwas, was jedem auffallen muss, wenn man zusammen mit Salman für die Demokratie kämpft. Also, wer dann nicht aufwacht, die ist im Tiefschlaf. Die ist völlig im Tiefschlaf. Und hier natürlich das Gruppenbild. Diese Herren sind nicht in der Friedensbewegung. Und sie sind unglaublich reich und mächtig. Das ist natürlich das Tragische. Ja? Dass solche Menschen als Führer vorne stehen. Dass gerade die führen sollen. Ja? Denen würde man meiner Meinung nach ungern die eigenen Kinder zum Hüten geben, wenn man an eine Party geht. Ja? Man hätte einfach irgendwie das Vertrauen nicht. Ja? Und natürlich, die machen dann einen gigantischen Waffendeal, 100 Milliarden USA und Saudis einigen sich auf einen gigantischen Waffen. Das ist klar. Das Spalten hat noch eine finanzielle Dividende. Danach können sie diese Lockheed Martin Produkte, diese Helikopter verkaufen. Black Hawk, die werden von Lockheed Martin produziert. Das heißt, Trump ist auch ein Reisender in Rüstungsfragen. Und er sagt natürlich, Salman, wir haben diese Helikopter, kannst du auch kaufen. Ist eh immer bei euch immer viel Mord und Totschlag, die kannst du gut brauchen. Er sagt, ja gut, kauf ihm ein paar. Und er kauft dann gerade für 6 Milliarden. Und dann verkaufen die Amerikaner von Raytheon noch dieses Abwehrsystem, das ist ein Lastwagen, der Raketen abfeuern kann. Und diese Raketen sollen die anderen Raketen in der Luft zerschießen, die Angriffsraketen sind. Das heißt, man verkauft beides. Angriff und Verteidigung, unterm Strich ein Riesendeal. Und some stirred up Muslims in between, das sind einfach Kollateralschaden. Okay? Es ist völlig klar, dass wenn man den Nahen Osten mit Waffen überschüttet, dass das nicht zu friedlicher Koexistenz führt. Ja?